Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 3. Dezember. Die Tagesenergien für heute sind: Anjulu haben wir als erstes Symbol, das sich zeigt. Dann haben wir das zweite Symbol Mesonadi. Und als drittes Symbol ist heute Ayuna. Wunderschön. Gut. Heute geht es zunächst einmal darum, wirklich wieder deine Wahrheit zu befreien, deinen göttlichen Ausdruck zu befreien. Anjulu ist der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Und das ist wirklich ein Thema, das so viele spirituelle Menschen haben, diese Schwierigkeit, die eigene Wahrheit auszusprechen, für sich einzustehen, Ja zu sagen, wenn Ja gemeint ist, Nein zu sagen, wenn Nein gemeint ist. Und das liegt eben so oft daran, dass wir erlebt haben, wenn wir eben nicht gefallen, wenn wir nicht in die Anpassung gehen, wenn wir nicht tun, was uns gesagt wird, dass wir dann entweder Strafe oder Trennung oder eben Ablehnung erleben. Und diese eigene Wahrheit, das eigene, ich will mal sagen, identifiziert sein mit dem, wer du wirklich bist, ja, mit deiner Göttlichkeit, mit deiner Quelle, das ist der allergrößte Schutz. Und wenn du in diesem Selbstausdruck bist, wenn du ausdrücken kannst mit jeder Faser deines Seins, wer du bist, ein unendlich geliebtes, göttliches Wesen, ein gottgleiches Schöpferwesen, lebendiges Licht inkarniert in einem physischen Körper, wenn du das in jeder Faser deines Seins ausdrückst, behütet und beschützt, unermesslich geliebt, geborgen, dann bist du im allergrößten Schutz. Und das ist diese Wahrheit, die dürfen wir natürlich in uns selbst finden, dass wir in unserer Göttlichkeit, in unserer Essenz, in Wahrheit unangreifbar sind, unantastbar. Ja, und wenn wir in dieser Essenz wirklich voll und ganz inkarniert sind, dann brauchen wir keine Angst mehr davor haben, dass uns irgendjemand was antut, irgendetwas impfen möchte, was wir nicht haben möchten, weil ein göttliches Wesen ist unangreifbar und unantastbar. Und das ist was ganz Großes, ja, was wir uns mit dem Verstand nicht suggerieren können. Das ist wirklich was wir in jeder Phase unseres Seins erleben dürfen. Und wir haben meistens eben im Laufe unseres menschlichen Lebens diese Erfahrung der Fehlbarkeit gemacht. Aber warum? Es kommt ja nur aus dem Außen, weil das Leben zu leben bedeutet eben Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, bei dieser Reise durch die Zeit geht es darum, dass wir uns wieder zurückerinnern, eben wer wir sind, dass wir eben allverbunden sind, dass wir gottgleiche Wesen sind. Und wenn wir in dieser Wahrheit sind, wenn wir in dieser Bewusstheit des Schöpferseins sind, ja, wenn wir, wer gibt uns unsere, wer gibt uns unsere Rechte, wer gibt uns unsere Legitimation, ja, das ist nicht unser Reisepass und auch nicht unser Personalausweis, sondern Gott gibt uns das, die göttliche Quelle, unsere göttliche Heimat. Und niemand hat das Recht, über einen anderen Menschen letzten Endes Gesetze zu erlassen, an die er sich zu folgen hat, außer eben die göttliche Quelle selbst. Und natürlich geschieht Organisation und Struktur im menschlichen Leben, das hat es zu allen Zeiten so wohl auch gegeben, aber es geht mir wirklich darum, dass wir anfangen zu verstehen und immer mehr zu fühlen, viel mehr zu fühlen, wer wir sind. Und wenn wir in dieses Erbe gehen, in diesen göttlichen Ausdruck, das bedeutet auszudrücken mit jeder Faser unseres Seins, wer wir sind. Und wenn wir in dieser Schöpfermacht sind, wenn wir in diesem göttlichen Bewusstsein sind, da braucht es keinen Kampf mehr, da braucht es keinen Krieg mehr, da braucht es kein sich wehren mehr, da braucht es, das ist die pure, reine Essenz. Und das ist wirklich der allergrößte Schutz, den wir haben. Und der ist eben sehr oft, ganz, ganz oft verletzt worden, schon in der frühesten Kindheit durch Grenzüberschreitungen. Ja, wenn ein Kind die Grenzen eines Kindes eben nicht gewahrt worden sind, ja, durch Misshandlungen, durch Übergriffe, das können auch kleine Dinge sein, es muss nicht immer das große Drama sein, dass ein Kind
tiefste Verletzungen erfährt, weil ein Kind kann selbst keine Grenzen setzen. Das ist darauf angewiesen, dass seine Grenzen beschützt und behütet werden. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann hat ein Mensch oftmals, wenn denn die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, verloren geht, gar nicht die Fähigkeit, sich selbst Grenzen zu setzen und ist dieser Welt mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Oder es hat kein Gefühl für Grenzen und übertrampelt ständig die Grenzen von anderen Menschen und erfährt auf diese Weise wieder Ablehnung. Oder das Kind hat sich gezeigt in all seinem Sein, in seiner Essenz und hat tiefsten Schmerz durch Ablehnung erfahren, weil es eben so nicht richtig war, ja, dieses Beispiel in der Schule einen Fehler zu machen und dann ausgelacht zu werden beispielsweise oder noch schlimmer dann in der Familie, wenn dann der eigene Schutzrahmen wegfällt, so dieses Gefühl, ich bin eben nicht gut genug, ich bin eben nicht ein göttliches Wesen, sondern ich bin nicht gut genug, ich muss so viel leisten, um überhaupt geliebt zu werden, um eine Existenzberechtigung zu haben, um meinen Raum, meinen Platz in diesem Leben einnehmen zu können. Das ist alles durch das darf alles mit Hilfe von Anjolu in die Heilung gehen, dass wir wirklich wieder in unseren göttlichen Ausdruck zurückkommen. Und das ist nicht nur, ich spreche jetzt meine Wahrheit und sage, was ich glaube. Das ist so viel mehr. Das ist das tiefe Wissen, wer ich bin. Ich sage es nochmal, ein unantastbares göttliches Wesen, ja, legitimiert von den höchsten Ebenen des Lichtes. Ja, und da gibt es keinen Stempel, den ich von irgendjemandem brauche, ja, sondern die Legitimation, die ist in mir. Der Stempel ist in mir, in meiner Essenz, das ist mein göttliches Erbe. Und das auszudrücken mit jeder Faser meines Seins, das ist, ja, das ist ganz, ganz groß. Da fehlen mir die Worte dazu. Und darum geht es wirklich, diese Wahrheit, wer wir sind, die Wahrheit darüber, wer wir sind, zu erkennen und zu leben. Ja, und das macht uns frei. Und dabei unterstützt uns eben Mesunadi alles noch, was in unserem Anjolu, in unserer göttlichen Wahrheit, in unserem Selbstausdruck an Verletzung in unserem Feld ist, wirklich in die Wandlung zu bringen, diesen Schatten in Licht zu erlösen wieder, dass wir wieder in unser göttliches Erbe zurückgehen können, in diese Größe, in diese Einheit, in dieses Allbewusstsein. Und gleichermaßen verstärkt es Ayuna. Ayuna ist die göttliche Einheit. Ayuna überwindet jede Form von Trennung, ja, und bringt alles zurück wieder in die göttliche Einheit und löst diesen Schmerz des, ja, der Illusion des Getrenntseins eben auf, der letztlich oder zu Beginn erstmal zu leiden führt. Und diese drei Siegel greifen heute so kraftvoll ineinander, es ist immer eine Heilsymphonie, eine individuelle Heilsymphonie, die du gestaltest mit deiner Stimme, wenn wir die Siegel chanten. Ich möchte heute auch gar nicht so viele Worte machen, sondern es geht wirklich heute darum, dass wir dieses Erbe, was wir haben, wer wir sind, ja, diese Bewusstheit darüber, dieser göttliche Ausdruck, wer wir sind immerwährend verbunden mit der göttlichen Quelle, mit Gott selbst, ja, und diese Quelle ruht in uns, sie ist in uns und wir sind in ihr, wir sind Teil von ihr und wir sind die Quelle. Das ist das, was wir verstehen dürfen, und wenn wir in diesem Bewusstsein sind und ruhen und das immer mehr ausdehnen, dann sind wir wirklich unangreifbar. Und dieses unantastbare Schutzfeld göttlicher Liebe und des göttlichen Erbes, ja, ich weiß doch gar nicht so genau, wie ich das Bewusstseinsfeld nennen soll, aber ich hoffe, du spürst einfach diese Energie und diese Kraft. Das möchte ich jetzt gerne mit dir und mit allen lieben Verbundenen mit diesem wundervollen, kraftvollen Siegel initiieren und mit meinem wundervollen Rauchquarz, den ich gerade gesucht habe. Om Anjolu, Om Mesunadi, Om Ayuna, Om Anjolu, Om Mesunadi, Om Ayuna, Om Anjolu. Om Mesunadi, Om Ayuna. Löst sich was, Halschakra. Om Anjolu, Om Mesunadi, Om Ayuna.
Ich wünsche dir heute wirklich so sehr, dass du deinen göttlichen Ausdruck in seiner Vollendung in dir wahrnimmst und in der Verbindung mit der Einheit deiner Quelle lebst. Bis morgen. Ich danke dir, dass du dabei bist und freue mich, wenn dir die Botschaft gut tut, wenn du sie teilst und ein Gefällt mir schenkst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.